Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, es ist in diesen Wochen nicht einfach, mit Lust und Freude den Wahlkampf vorzubereiten, während auf der anderen Seite der Welt, in Japan, Hunderte von Menschen alles geben, um nach der schrecklichen Naturkatastrophe auch noch den nuklearen Super-GAU zu verhindern, der wahrscheinlich schon eingetreten ist. Über 35 Millionen Menschen rund um unsere Partnerstadt Tokio schweben in akuter Gefahr, verstrahlt zu werden. Tausende sind schon bei dem Erdbeben und bei dem nachfolgenden Tsunami ums Leben gekommen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch bitten, euch für eine Minute des stillen Gedenkens für die Opfer der Naturkatastrophe und der nuklearen Katastrophe in Japan zu erheben. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, so ein Ereignis wie in Japan lässt niemanden kalt. Es führt uns in drastischer Form vor Augen, dass wir Menschen bei all den Fortschritten, die die Technik in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, nach wie vor nicht Herrscher über die Natur ist. Dass auch das statistisch Unwahrscheinliche eintreten kann und man sollte eigentlich meinen, dass nach so vielen Jahren der Diskussion, nach den Erfahrungen mit Naturkatastrophen und menschlichem Versagen, das eine allgemeine Erkenntnis ist. Doch es ist gerade erst ein halbes Jahr her, da hat die Bundesregierung die Laufzeiten für die Atomkraftwerke in Deutschland verlängert. Und wenn jetzt die Bundeskanzlerin erklärt, nach Fukushima gäbe es eine neue Situation, dann ist das nicht nur unredlich, sondern es ist auch brandgefährlich. Denn natürlich weiß Frau Merkel als promovierte Physikerin, dass Atomenergie immer gefährlich ist, hier wie überall auf der Welt. Und deshalb ist auch das Atommoratorium falsch. Für uns gibt es nur eine richtige Konsequenz: abschalten, und zwar sofort. Wir haben ausreichend Überkapazitäten in der Energieversorgung und ein weiterer Anreiz, Energie einzusparen und auf erneuerbare Energien umzustellen, kann nur hilfreich sein. Deswegen waren wir gestern, und das werden wir auch weiter tun, auf der Straße. Deswegen werden wir weiter parlamentarisch und außerparlamentarisch alles versuchen, den Ausstieg aus der Atomenergie unumkehrbar durchzusetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, auch in anderer Hinsicht ist die Welt in Bewegung. Und während wir hier über das Wahlprogramm diskutieren, erheben sich in vielen Ländern Nordafrikas die Menschen, um für ihre Rechte zu kämpfen und ihre Diktatoren in die Wüste zu jagen. Diktatoren, die oftmals vom Westen aus strategischen und ökonomischen Gründen gehätschelt und getätschelt wurden. Wir stehen an der Seite der Kämpferinnen und Kämpfer für Menschenrechte und Demokratie und setzen uns dafür ein, die Demokratiebewegung im Norden Afrikas zu stärken. Gleichzeitig tobt in Libyen der Bürgerkrieg und NATO-Bomber führen ihn mit. Die Linke ist klar und eindeutig gegen diesen Krieg. Der Bürgerkrieg und das Töten in Libyen müssen ein Ende finden. Gaddafi und seine Anhänger haben sich schon lange gegen ihr eigenes Volk gerichtet, nicht erst seitdem Herr Sarkozy und Herr Berlusconi sich wirksam vor den Kameras der Medien mit ihm haben ablichten lassen. Wir treten ein für eine unumkehrbare politische, wirtschaftliche und diplomatische Isolierung des Gaddafi-Regimes. Aber die militärische Intervention ist falsch, auch wenn Teile der libyschen Opposition und der Arabischen Liga sie fordern. Liebe Genossinnen und Genossen, der Krieg in Libyen wird viele Opfer fordern, gerade auch Zivile. Das aber führt sicherlich nicht zur Stärkung der Demokratiebewegung von Marokko bis Jemen. Und deshalb fordern wir Stärkung und Unterstützung der Demokratiebewegung, aber Einstellung des Krieges. Keine Waffenlieferungen nach Libyen, keine Kooperation mit dem Gaddafi-Regime. Auch dafür haben wir demonstriert und auch dafür werden wir weiter demonstrieren. Und es ist ja ganz schön, wenn die Bundesregierung an dem Einsatz in Libyen die Bundeswehr nicht direkt beteiligt. Aber indirekt ist Deutschland eben doch an diesem Krieg beteiligt, durch verstärkten Einsatz in Afghanistan, durch Überflugrechte. Deshalb sind wir auch da ganz klar, Schluss mit dem Krieg in Afghanistan. Wir wollen die Bundeswehr abziehen und wir brauchen sinnvolle Exit-Strategien,
um auch dort die demokratischen Kräfte zu stärken. Man kann nicht angeblich Menschenrechte herbeibomben wollen und dann die Grenzen hermetisch dicht machen gegen Flüchtlinge, die sich zu Tausenden an den Grenzen in Ägypten, in Libyen, in Tunesien, Jemen und anderswo befinden und von denen viele nur noch weg und etliche nach Europa wollen. Offene Grenzen für Menschen in Not, das ist ein Grundprinzip unserer Politik, auch hier in Berlin. Und dieser Verantwortung werden wir auch hier in Berlin gerecht werden. Liebe Genossinnen und Genossen, was hat das alles mit Berlin zu tun? Ist das eine Zeitenwende? Ist es eine Zäsur? Ich kann das natürlich genauso wenig wie ihr alle schwer voraussagen, aber ich hatte in den letzten Tagen schon hier und da ein Déjà-vu und fühlte mich erinnert an eine Erfahrung, die nur eine spezifisch ostdeutsche ist, nämlich, dass man ein bisschen das Gefühl hat, es ist was im Schwange, es bewegt sich was in der Gesellschaft. Wir wissen nicht genau, welche Auswirkungen das haben wird, aber eins ist ganz sicher. In unserer Gesellschaft wird stärker wieder über Verantwortung nachgedacht, über gesellschaftliche Verantwortung. Es wird mehr denn je deutlich, dass sich die Menschheit entscheiden muss. Will sie weiterhin Verantwortung ausschließlich als Selbstverantwortung des Individuums begreifen, als eine Form von Verantwortung, in der sich das Recht des Stärkeren durchsetzt? Oder will sie sich einem neuen Verständnis von Verantwortung gegenüber öffnen, das nicht mehr allein einem blinden Technikglauben frönt, einem Glauben an die Überlegenheit westlicher Regulierungsmuster, in denen jederzeit alles im Griff ist, in denen sich mit der Zukunft spekulieren lässt, in der Langfristauswirkungen von ökologischen und gesellschaftlichen Entscheidungen auf die Existenz jedes einzelnen Menschen abgewogen werden mit den Kurzzeitinteressen von Topmanagements, von Aktionären und von Börsenkursen. Liebe Genossinnen und Genossen, es geht um eine neue Qualität des Umgangs mit sozialer Verantwortung. Und ich denke schon, dass es dafür auch in unserem Land einen wachsenden Nährboden, eine zunehmende Offenheit gibt. Wir müssen diese Herausforderungen annehmen, liebe Genossinnen und Genossen. Hier ist die Linke gefragt, bundesweit, aber eben auch in der Bundeshauptstadt Berlin. Berlin wählt im September. Vergangenen Sonntag war die Wahl in Sachsen-Anhalt, in der unsere Genossinnen und Genossen ein stabiles Ergebnis eingefahren haben, bei erfreulich gewachsener Wahlbeteiligung und ihre Position als zweitstärkste Partei behaupten konnten. Heute wird in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gewählt. Und ich denke schon, dass die Ablösung von Stefan Mappus etwas mit dem von mir beschriebenen Empfinden von Entmündigung, von Ignoranz der etablierten Regierenden gegenüber gesellschaftlich breiter empfundenen Bedürfnissen und Befürchtungen, dass all das mit einem Gefühl zu tun hat, dass sich etwas ändern muss in unserem Land. In unserem Land und auf dem ganzen Globus. Und dass sich etwas ändern wird, liebe Genossinnen und Genossen. Bis zum September, bis zur Wahl hier in Berlin, ist es noch ein Stück hin. Aber ich denke schon, dass bis dahin noch viel, sehr viel passieren kann. Und wenn wir heute über unser Programm sprechen, wenn wir über die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus diskutieren und entscheiden, dann sollten wir das immer im Hinterkopf haben. Wir sollten uns fragen, ist das ein Diskussionsangebot, ein politisches Angebot für die Berlinerinnen und Berliner, das den Erwartungen unter diesen Bedingungen gerecht werden kann? Manchmal, aber das ist jedes Mal so, wenn wir unser Wahlprogramm schreiben, habe ich das Gefühl, wir schreiben die Programme für uns Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, dass wir uns danach besser fühlen. Und manchmal merke ich auch, ist da das Bedürfnis, für die nächsten 5 Jahre jede einzelne Entscheidung, die im Abgeordnetenhaus von Berlin getroffen wird, schon mal vorweg im Wahlprogramm zu konditionieren. Ich meine, unser Wahlprogramm muss die richtigen Linien, die Zukunftsperspektive unserer Stadt zeichnen. Es muss deutlich machen, in welche Richtung es mit uns gehen wird. Nicht mit uns allein, aber gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern, die auch in diese Richtung wollen. In Richtung eines offenen, lebenswerten, sozialen Berlins, in dem manches ausprobiert wird, in dem manches geschieht, das auch für die Bundesrepublik oder darüber hinaus lohnt. Weil hier Neues entsteht, das pragmatisch und engagiert soziale Verantwortung plastisch werden lässt, das gesellschaftlichen Zusammenhalt aktiv bewirkt und gestaltet. Liebe Genossinnen und Genossen, nichts ist für jeden Menschen so alltäglich erfahrbar wie seine unmittelbare Lebensumwelt. Für die Berlinerinnen und Berliner ist das ihre Stadt Berlin. Hier lebt das ökonomische und soziale Geschehen, das uns jeden Tag ganz direkt beeinflusst. Hier wohnen, hier leben, hier arbeiten wir, hier haben wir Teil an Kultur und einem lebendigen Stadtgeschehen. Hier lernen wir, hier erholen wir uns, aber hier erleben wir auch diejenigen täglichen sozialen Widersprüche, die wir als gesellschaftliche Konflikte begreifen.
Hier finden Kämpfe statt, hier wird über Chancen entschieden, hier werden Biografien geschrieben, hier wird eingeschlossen und ausgegrenzt. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, entscheiden heute darüber, wie wir uns in diese Auseinandersetzung begeben wollen. Mit welchen Ideen, mit welchen Konzepten, mit Ansatzpunkten für die Veränderung stadtpolitischer und gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Wir haben dieses Mal versucht, schon die Erarbeitung des Programms und auch die Diskussion auf möglichst vielen Schultern zu verteilen und damit möglichst viele Genossinnen und Genossen in diesen Prozess einzubinden. Ihr erinnert euch, vor 6 Wochen hatten wir unsere Basiskonferenz. Da haben wir die einzelnen Abschnitte schon in Workshops ausführlich diskutiert und viele der Änderungswünsche, viele der Ideen und Anregungen sind dann auch in den jetzt vorliegenden Programmentwurf eingeflossen. Wir haben beobachtet, was die Berlinerinnen und Berliner umtreibt, was sie bekümmert, was ihnen gut gefällt. Und die allermeisten leben ja gerne hier in unserer Stadt. Und sie sind stolz darauf, dass Berlin so eine attraktive und auch international so anziehende Stadt ist. Und sie wollen, dass Berlin lebenswert bleibt. Dass der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt in den Kiezen gestärkt wird. Dass niemand ausgegrenzt, aber möglichst viele mitgenommen werden. Dass es Chancengleichheit gibt, dass Armut und Ungerechtigkeit bekämpft wird, dass sie mehr mitentscheiden können. Sie wollen mehr Subjekt als Objekt gesellschaftlicher Veränderung sein. Und all das, liebe Genossinnen und Genossen, ist für uns Auftrag und gleichzeitig Bestätigung, dass wir vieles Richtige und Notwendige angepackt haben. Auf unserem jüngsten Parteitag im November haben wir sehr ausführlich über die Bilanz unseres Regierungshandelns diskutiert. Und dabei ist deutlich geworden, ohne uns gäbe es keine sinnvolle Alternative für gesellschaftlich nützliche und existenzsichernde Arbeit für Menschen, die am Arbeitsmarkt längst keine Chance mehr haben. Ohne uns gäbe es in Berlin keine einzige Gemeinschaftsschule. Jetzt haben wir 17, im nächsten Jahr werden es 20 sein. Ohne uns gäbe es die Debatte um die Rückgewinnung demokratischen Einflusses bei Verkehr, bei Wasser und bei Energie nicht. Ohne uns wäre die Berliner Sparkasse privatisiert worden. Ohne uns gäbe es keinen Mindestlohn im Vergabegesetz. Ohne uns sähe die soziale Infrastruktur dieser Stadt nach dem Karlsruhe-Urteil von 2006 deutlich dünner aus. Ohne uns hätten Zehntausende von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern umziehen müssen. Ohne uns wären die Möglichkeiten zur direkten Demokratie in unserer Stadt viel geringer. An der einen oder anderen Stelle hätten wir dann auch weniger Ärger. Aber ich freue mich, dass von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch gemacht wird, wenn wir mal politisch nicht eins zu eins mit denjenigen auf einer Linie liegen, die diese Instrumente nutzen. Ohne uns hätte es nie ein Partizipations- und Integrationsgesetz gegeben. Und ohne uns hätte es auch keine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten gegeben, auch wenn unsere Gäste von der GEP vielleicht andere unserer Errungenschaften höher schätzen als diese. Ich kann diese Liste jetzt nicht endlos verlängern und will das auch nicht, aus Zeitgründen. Aber sich das immer wieder vor Augen zu führen, zeigt doch eins. Wir haben eine Menge erreicht. Wir haben Berlin demokratischer und sozialer gestaltet, als es 2002 war, als wir hier Regierungsverantwortung übernommen haben. Aber wir sind längst nicht am Ziel. Das soziale Berlin ist weiter unser Auftrag, für das es sich lohnt, zu arbeiten und zu kämpfen. Wir haben ein paar Grundideen, die sich als rosa, rote, lila Fäden durch unser gesamtes Programm ziehen, weil sie alle Politikfelder betreffen. Das ist die Geschlechtergerechtigkeit. Das ist die interkulturelle Öffnung unserer Gesellschaft zusammen mit der Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung. Das ist die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen. Der dickste rote Faden, der sich durch unser Programm zieht, ist soziale Gerechtigkeit in Berlin, das soziale Berlin. Dabei haben wir mächtige Gegner. Die Bundesregierung macht eben immer noch und verstärkt eine Politik der sozialen Spaltung. Auf der einen Seite Millionen für die Bankenrettung, auf der anderen Seite wird den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern sogar die Zigarette oder das Bier gestrichen. Der sogenannte Hartz-IV-Kompromiss bringt den Betroffenen gerade mal 5 € im Monat. Nächstes Jahr gibt es dann 3 € dazu. Diese Erhöhung ist ein böser Scherz, liebe Genossinnen und Genossen. Und besonders skandalös ist dieser faule Hartz-IV-Kompromiss für die Kinder. Für sie gibt es nichts, außer einem riesigen bürokratischen Moloch, der Bildungs- und Teilhabepaket genannt wird. Wenn die Bundesregierung für Kinder aus armen Familien
wirklich den Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe verbessern wollte, dann müsste sie zwei Dinge tun. Erstens den Regelsatz für Kinder endlich bedarfsgerecht anheben und zweitens den Ländern und Kommunen mehr Mittel für den Ausbau der sozialen und kulturellen Infrastruktur überlassen. Stattdessen bluten die Kommunen weiter aus und müssen jetzt sogar noch eine neue Bürokratie entwickeln, um die Kinder, die von Leinschen Bildungsgeschenke, um den Kindern, die von der Leinschen Bildungsgeschenke zu überreichen. Und das alles soll sich bis nächsten Freitag abspielen. Ich finde das ziemlich absurd. Trotzdem müssen wir das umsetzen. Und ich weiß, mit welchen immensen Anstrengungen Carola, Kerstin Liebig und unsere Stadträtinnen und Stadträte und Bürgermeisterinnen jetzt gerade bemüht sind, um aus diesem Unfug noch Sinnvolles für die Berlinerinnen und Berliner rauszuholen, die Hartz IV oder Wohngeld bekommen. Und ich hoffe, dass wir damit gemeinsam erfolgreich sind. Dann wird im Gegenzug, insbesondere von den Fans dieses Hartz-IV-Kompromisses, auf den Mindestlohn für die Zeitarbeit verwiesen, den man da rausgeholt hat. Und ich finde das eigentlich doppelt zynisch. Da ist die SPD jetzt ganz stolz darauf, dass sie einen Mindestlohn für die Zeitarbeit durchgesetzt hat. Aber dieser Mindestlohn hat eine Höhe und damit zur Folge, dass die Betroffenen schnurstracks zum Jobcenter gehen müssen, um ergänzende Hartz-IV-Leistungen zu beantragen. Und zwar ergänzende Hartz-IV-Leistungen, an denen man gerade nichts geändert hat, weil das war ja der Kern des Kompromisses. Und das heute, über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch getrennt nach Ost und West. Das ist ein ziemlich schäbiges Ergebnis. Und auch die Grünen waren dabei, die ja gesagt haben, ja, verfassungswidrig ist das schon, aber vor das Verfassungsgericht ziehen wir deswegen ja jetzt trotzdem nicht. Es ist ja so mühsam gestrickter Kompromiss. Und selbst wenn sie eine halbe Stunde vor Verhandlungsende vom Tisch verschwunden sind, verwundert das alles nicht. Die Grünen haben sich nie von der Hartz-IV-Logik verabschiedet. Die Bundes-SPD hat zumindest bis zur Hamburg-Wahl den Eindruck erweckt, als habe sie mit ihrer eigenen Regierungsbeteiligung gar nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass die aktuellen Veränderungen den Entscheidungsdruck auf die SPD erhöhen. Will sie zurück zur Agenda 2010 oder will sie eine Fortentwicklung zu einer tendenziell sozialeren Politik? Und liebe Genossinnen und Genossen, wir in Berlin werden die SPD unter den Druck setzen, sich an dieser Stelle zu entscheiden. Und zwar nicht erst zur nächsten Bundestagswahl, sondern zum 18. September, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass es dafür einen Anlass gibt, hat man in der letzten Zeit ja durchaus mitbekommen. Nach Hamburg hatte man ein bisschen das Gefühl, als ob unsere Berliner SPD mit Popeye-Heftchen unterm Kopfkissen geschlafen hat. Sie haben am Thema ÖBS und am Thema Wasserpreise versucht, uns unter Druck zu setzen. Ich glaube aber, dass die Berliner SPD falsch liegt, wenn sie meint, dass sie mit dem Hamburger Weg in Berlin tatsächlich etwas Erfolg haben kann oder gar eine absolute Mehrheit erringen kann, da ist sie dann nicht auf dem Scholz, sondern auf dem Holzweg. Sie wird in Berlin keinen Erfolg haben wie in Hamburg. Und wir werden darum kämpfen, dass Berlin weiter das Gegenmodell zu rot-grüner, rot-schwarzer oder schwarz-gelber Abbruchpolitik bleibt. Und wir sind damit auch nicht alleine. Ich glaube, was die SPD am meisten geärgert hat, ist, dass nach ihrer Blockadepolitik in Sachen ÖBS so viele Briefe bei ihr eingeflattert sind. Weil sie dachte ja, sie könne das als eine kleine Petitesse, als ein Lieblingsprojekt der Linken denunzieren. Offenbar nicht mal begriffen, dass die gesamten Projekte, mit denen sie sich in den letzten Jahren immer gebrüstet hat, von Stadtteilmüttern über Gemeindedolmetscher und so weiter, aus genau dem ÖBS finanziert werden, den sie gerade blockiert. Und nun wundert sie sich plötzlich, dass diejenigen, mit denen sie sich hat, Werbe- und Medien- und öffentlichkeitswirksam vor den Kameras ablichten lassen, ihr Briefe schreiben und fragen, habt ihr sie noch alle? Ich finde es gut, dass wir an dieser Stelle Unterstützung bekommen, weil der ÖBS tatsächlich hilft, die soziale Infrastruktur in den Kiezen zu stärken, weil er den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt unterstützt und weil nicht nur wir, sondern auch die Berlinerinnen und Berliner zum Glück offenbar mitbekommen haben, was sie an ihrem ÖBS haben. Ein soziales Berlin geht nur mit einer stadtökonomischen Basis. Und anders als man uns Linken nachsagt, haben wir hier in Berlin in den letzten Jahren Wirtschaftskompetenz bewiesen
und zwar im Vergleich zu unserer Konkurrenz, wirklich Wirtschaftspolitik bewiesen und etwas bewegt. Gute Arbeit als zentrales Anliegen unseres Wahlprogramms bedeutet, wir kämpfen weiter für einen gesetzlichen Mindestlohn, der möglichst schnell auf 10 Euro ansteigen soll. Und solange das nicht durchgesetzt ist, haben wir in Berlin die Insellösung geschaffen, dass öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen zu vergeben sind, die mindestens 7,50 Euro die Stunde zahlen. Das Gleiche gilt für den ÖBS, aber das reicht jetzt nicht mehr. Deswegen wollen wir auch dort eine Erhöhung auf 8,50 Euro erreichen und dann weitere Steigerungen im Zusammenhang mit einer bundesweiten Lösung. Wir kämpfen dafür, Leiharbeit streng zu reglementieren und auf ganz wenige Ausnahmen zu begrenzen. Wir haben mit Harald Wolf in den letzten Jahren 118.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen und weitere 150 sind realistisch, weil wir Wirtschaftspolitik mit ökologischem Wandel von Ökonomie und Gesellschaft und guter Arbeit verbinden. Wir werden den Industriedialog mit den Gewerkschaften fortsetzen. Wir werden die Profilierung Berlins als Metropole der Kreativen, der Medien, der Elektromobilität und Gesundheitswirtschaft fortsetzen. Auch das zieht sich durch unser Wahlprogramm. Und ich will noch mal erinnern, Klaus Wowereit muss schon deswegen ein Interesse haben, es sich mit uns nicht völlig zu überwerfen, sondern Anknüpfungspunkte zu uns zu suchen, weil er sich augenblicklich ja mit all dem in der Öffentlichkeit brüstet, was wir zu Wege gebracht haben. Und wenn er das dann 2016 wieder will, irgendjemand muss ja die Inhalte liefern, liebe Genossinnen und Genossen. Und das sind wir. Weit oben auf der Agenda steht die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe. Es hat in unserer Partei viel Aufregung, auch Irritationen um den Umgang mit dem Wasservolksentscheid gegeben. Ich verweise auch auf den Bericht, den Harald und ich euch in den delegierten Materialien, den Zwischenbericht, den wir euch gegeben haben, zum aktuellen Stand. Ich meine, der Titel "Wir wollen unser Wasser zurück" trifft unsere Position ganz genau. Wir wollen die Wasserbetriebe zurück in die öffentliche Hand holen. Das war aber nicht der Gegenstand des Volksbegehrens, sondern da ging es darum, dass die lange geheim gehaltenen Privatisierungsverträge offengelegt werden. Das war bereits vor dem Volksentscheid geschehen. Dennoch war es der erste erfolgreiche Volksentscheid in Berlin und alle Mediengesellschaft und alles Internet ändern nichts daran, dass man in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und sonst überall glaubt, bei diesem Volksentscheid sei über die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe abgestimmt worden. Und liebe Genossinnen und Genossen, wenn zumindest diese Initialzündung in anderen Ländern bewirkt, dass sich Leute für ihre öffentliche Infrastruktur engagieren, dann ist mit diesem Volksentscheid unglaublich viel geschehen. Nur tröstet uns das nicht, weil es uns unsere Arbeit nicht abnimmt. Denn nun liegt der Volksentscheid ein paar Wochen zurück und die Wasserbetriebe sind immer noch in der Hand von RWE und Veolia, zumindest zu 49,9%. Uns muss es darum gehen, jetzt eine ernsthafte Strategie weiter zu verfolgen, um diese Anteile zurückzugewinnen. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und wir prüfen ja jeder Einzelne sehr genau. Wir haben auf keinem Parteitag in den letzten Jahren ausgelassen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde, es hat schon fast ein bisschen was Obsessives. Vermutlich werden wir ein Bündel von Maßnahmen ergreifen und ich habe vor einigen Wochen dazu den Vorschlag unterbreitet, als eine Säule der künftigen Beteiligung an den BWB auch eine Wassergenossenschaft zu gründen, um demokratische Kontrolle neben der öffentlichen Kontrolle des Senats dort zu etablieren. Demokratische Teilhabe und Kontrolle dort zu etablieren, könnte ein Weg sein, um nach einer Rückgewinnung des öffentlichen Einflusses weitere unsinnige Privatisierungsprojekte zu vermeiden. Und ich glaube, dass die Resonanz, die ich in den letzten Wochen vom VDGN bis zu Mehr Demokratie auf diesen Vorschlag bekommen habe, zeigt, dass es sich zumindest lohnt, solche Projekte zu diskutieren. Wie wir es am Ende machen, sollten wir dann miteinander entscheiden, wenn diese Diskussion ein Stück vorangeschritten ist. Aber wir haben ja noch eine weitere Konsequenz gezogen und sind uns auch da mit einigen Initiativen, Verbänden in der Stadt durchaus einig. Nämlich wir fordern eine Verfassungsregelung, dass landeseigene Unternehmen und Infrastrukturen nur verkauft werden können, wenn ein Volksentscheid mit der Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner einen solchen Verkauf unterstützt. Und ich finde das eine gute Initiative. Und wir sollten darum kämpfen, dafür tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus herbeizuführen. Möglicherweise müssen wir auch selbst versuchen, einen Volksentscheid zu initiieren. Aber dann sollten wir uns viele Bündnispartnerinnen und Bündnispartner suchen.
Denn es geht letztlich um die Frage, wie man einer verheerenden Politik, wie sie in den 90er Jahren diese Stadt an den Rand des Ruins gebracht hat, einen Riegel vorschiebt. Und es ist auch klar, dass man den anderen Parteien in dieser Sache nicht trauen kann. Die Grünen zum Beispiel haben sich in gewohnt opportunistischer Weise 3 Tage vor dem Volksentscheid auf die Seite der Befürworter geschlagen. Sie haben inzwischen, und das muss man erstmal hinbekommen im Laufe von 12 Monaten, jede erdenkliche Position zur Perspektive der Wasserbetriebe vertreten, die sich irgendwie denken lässt. Das bedeutet, Grün lässt alles zu und auch im Wahlprogramm der Grünen findet sich unter dem Stichwort Berliner Wasserbetriebe kein einziges Wort. Mit uns, liebe Genossinnen und Genossen, gibt es das ernsthafte Bemühen, den Einfluss auf die Energienetze zurückzugewinnen, um die Energiewende der Stadt zu schaffen. Wir wollen den Einfluss des Landes auf die S-Bahn massiv ausbauen. Wir wollen ein Bürgerstadtwerk aufbauen, das dezentral, ökologisch verträglich und für alle erschwinglich Strom erzeugt. Und herzlich willkommen, Doro. Sei gegrüßt. Berlin hat starke Gewerkschaften, aber Berlin hat nicht ohne weiteres die Kompetenz, um die Stärken und Potenziale der Berlinerinnen und Berliner bei der Erneuerung der energetischen Basis der Stadt erschließen zu können, sozial-ökologische Wandlungsprozesse zu gestalten. Wir brauchen Know-how. Die Stadt braucht Know-how, um Netze betreiben zu können, um regenerative Energien voranbringen zu können. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, reden nicht nur darüber, sondern haben dafür Vorschläge unterbreitet. Bildung gehört zu den Kernthemen jedes Landtagswahlkampfs. Und wir haben auch hier vorgelegt, die Gemeinschaftsschule erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Lehrern, Schülerinnen und Eltern. Und zwar ganz ohne Schulkampf, wenn man mal von der CDU absieht, die in Reinickendorf noch ihren ideologischen Feldzug führt und versucht, dort eine Gemeinschaftsschule gegen den Willen von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern zu verhindern. Das ist dumm, anachronistisch, perspektivlos, aber damit werden wir uns nicht auseinandersetzen müssen, hoffe ich, weil ich nicht glaube, dass die SPD ernsthaft auf ein Bündnis mit Henkel schielt. Ich hoffe es jedenfalls. Die Zukunft gehört einem Schulsystem des langen gemeinsamen Lernens. Und wir haben in Berlin kontinuierlich dafür gearbeitet und werden auch in der nächsten Wahlperiode kontinuierlich weiter daran arbeiten, das voranzutreiben. Wir haben die Hauptschule abgeschafft, wir haben mit der Sekundarschule eine Schule geschaffen, in der alle Kinder bis zum Abitur gemeinsam lernen können. Und mit diesen beiden neuen Schulreformen haben wir den Systemwechsel in der Schulpolitik geschafft. Das kann kein anderes Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland von sich sagen. Und weil zum Bildungskapitel auch besonders viel diskutiert und besonders viele Anträge vorgelegt worden sind, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, wir müssen jetzt alle Kraft daran setzen, dass diese Reformen auch greifen, dass die Schulen gut funktionieren, dass sie genug Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die Gebäude vernünftig ausgestattet sind, dass kein Unterricht ausfällt, dass Schülerinnen und Schüler vor allem auch Spaß am Lernen haben, dass Schule Lebens- und nicht nur Lernort ist, dass sich die Vielfalt unserer Berliner Bevölkerung auch in der Lehrerschaft und in den Lerninhalten wiederfindet. Ich glaube, das ist die Erwartung, die die Berlinerinnen und Berliner an uns haben. Und bei allem Reformeifer und bei aller fachlichen Befassung mit den Details des Berliner Bildungssystems ist, glaube ich, das, was die Berlinerinnen und Berliner von uns erwarten. Wir sind in die Offensive gegangen bei einem anderen Thema, wo wir in den 1990er Jahren mal ganz stark waren. Das ist die Wohnen- und Mietenpolitik. Unsere Grundpositionen sind da völlig klar. Wir wollen in den Kiezen die Vielfalt der Bevölkerung erhalten. Wir wollen etwas gegen Segregation und Gentrifizierung tun. Ganz Berlin muss allen Berlinerinnen und Berlinern offen stehen, wenn sie es denn wollen. Und dafür streiten wir im Bund und auf Landesebene. Wo das möglich ist, wollen wir die Mieterrechte stärken. Und wir haben vergangenen Dienstag eine Konferenz gehabt im Pfefferwerk, wo über 100 Menschen mit uns einen Tag lang ganz engagiert unsere Konzepte und Vorstellungen für preiswerten Wohnraum, für die Erweiterung. Tagesordnung gesetzt. Wir drücken die SPD, dass da was passieren muss. Wir haben bereits vor 2 Jahren Vorschläge unterbreitet,
wie die AV Wohnen für die Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV so überarbeitet werden kann, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können. Doch seitdem ruht still der See. Wir dürfen da nicht locker lassen. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass Zwangsumzüge in unserer Stadt vermieden werden und dass unsere Stadt lebenswert bleibt. Für alle und überall. Berlin ist hip, ist Metropole, ist anziehend für Menschen aus der ganzen Welt. Und hier leben auch Menschen aus der ganzen Welt. Wir streiten für das friedliche Zusammenleben auf der Basis gegenseitigen Respekts, gegenseitiger Anerkennung. Wir kämpfen gegen Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung, denn das sind die Integrationshindernisse Nummer eins. Es gibt noch viele Sarrazins in den Köpfen. Und selbst die Grünen fangen mittlerweile an, sich einem Mainstream zu öffnen, der die Bewohnerinnen und Bewohner Berlins mit Migrationshintergrund eher zum Problem erklärt. Wer so redet, zeigt, dass er die Stadtgesellschaft nicht wirklich gestalten will. Denn Probleme sind zum Lösen da und nicht, um weiter zu stigmatisieren und auszugrenzen. Wir stehen für die interkulturelle Öffnung unserer Stadt. Wir stehen für mehr demokratische Selbst- und Mitbestimmung derjenigen Berlinerinnen und Berliner, denen das überlebte Wahl- und Staatsbürgerschaftsrecht nach wie vor die Wahl zu selbst den Kommunalparlamenten vorenthält. Berlin ist die Stadt der starken Frauen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird von einer Frau geführt, aber nicht nur das, sondern wir haben hier die höchste Erwerbstätigenquote unter Frauen. Wir haben starke Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten der landeseigenen Unternehmen. Die Frau, die Parteivorsitzende unserer Partei ist, kommt aus Berlin, aus unserem Landesverband. Wir haben viel dafür getan, dass patriarchale Machtstrukturen abgebaut werden. Und das ist dann der lila Faden, auch der zieht sich durchs Programm, von der guten Arbeit und Mindestlöhnen bis hin zur Stärkung der sozialen Infrastruktur durch Planungssicherheit für die Frauenprojekte. Liebe Genossinnen und Genossen, dafür stehen wir. Gleiche Rechte für alle. Abbau von Diskriminierung und Benachteiligung und weitere Demokratisierung unserer Stadtgesellschaft. Das bedeutet eine Stadt für alle. Dass Berlin eine soziale Metropole wird, die niemanden zurücklässt, die niemanden ausgrenzt und stigmatisiert. Berlin ist unser Lebensraum, ein gestaltbarer Lebensraum. Ein Ort von Auseinandersetzungen, in dem wir als Linke aktiv eingreifen wollen. Wir sitzen nicht am Rande und lamentieren. Wir sehen in den Berlinerinnen und Berlinern auch nicht nur die Mediengesellschaft, die vor uns sitzt, sondern wir werden die Entwicklung eines sozialen Berlins Richtung Zukunft aktiv vorantreiben, mit dieser Auseinandersetzung, mit guten Ideen und mit der Lust an Veränderung gehen, mit aller Kraft und mit allem Engagement. Wir werden unser Programm, das soziale Berlin, heute diskutieren und beschließen. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, ziehen wir in den Wahlkampf. Wir kämpfen um jede Stimme, denn jede Stimme für die Linke ist eine Stimme für das soziale Berlin. Vielen Dank.